Ein herzliches Willkommen zurück zum großen Finale von Anarchy Reigns hier bei Red Metal Cat. Es gibt zwar danach noch ein Part, das sind aber nur die Credits. Das hatten wir schon angekündigt. Und ja, der finale Bosskampf mit Nikolai steht an. Hallo Andreas. Ja, hallo und hoffentlich diesmal nicht ohne große Verzögerung. Ja, diesmal ohne. Zum Glück. Okay, dann ist gut. Ja, Skype hasst uns nach wie vor. Aber es läuft mittlerweile ein bisschen besser. Ich habe auch mehrere Assets jetzt erstellt. Mit meinem Router. Ja. Das dürfte jetzt so halbwegs laufen. Ja, wie habe ich dir vorhin noch am Anfang gesagt, wo wir den Tag begonnen haben, hier mit den Aufnahmen, so Anrufe kommen nicht durch, wenn ich Skype minimiert habe, das ist echt scheiße. Windows 8, meine Lieben. Die Zukunft von gestern. Ja, also Windows 8 ist ja, das fluppt ja schon schnell und läuft prinzipiell auch soweit okay, aber mit einigen Sachen haben sie sich echt keinen Gefallen getan und Skype ist nicht besser geworden. So lachen. Ich musste so lachen, als ich halt gelesen habe, sie haben mit dem neuesten Update halt diese Startleiste zurückgebracht, zumindest vom Symbol. Und wenn man draufklickt, öffnet sich das Metro-Ding. Einfach nur, um die Leute zu verarschen. Ja, das ist genauso, wenn ich die Windows-Taste drücke, lande ich einfach in dem Metro-Ding. Also zwar, was bringt mir dieses Symbol, wenn es ja trotzdem nicht das macht, was man erwartet? Ja. Machen Nikolai fertig. Sniper verfolgen uns derzeit aber auch, wa? Bei dem Force Unleashed-Ding hier jetzt schon wieder. Oh, mein Video hat kurz gestockt. Gib mir mal ganz kurz deine Zeit. 1, 42, 43, 44, 45. Ja, okay. Ja, Dingens macht gerade seinen Todesstrahllaser. Ich habe manchmal das Problem, YouTube springt hin und her, was die Qualitäten anbelangt. Also manchmal springt der auf 360, manchmal auf 240, also ja, man kann das Auto umstellen zwar ausschalten, aber es macht das trotzdem dann. Das habe ich bei mir nämlich auch drin. Ich hasse das. Dass man nicht einstellen kann, okay, dann lädst du halt immer bitte nur auf 240p, aber dann lauf bitte flüssig. Ja, ich hasse das, dass YouTube die Angewohnheit hat, wenn er dann merkt, so, ja, theoretisch kann ich doch jetzt mehr, dann schalte ich hoch, aber dann fängt er an, nochmal neu zu laden von dem Punkt an und dann stockt er kurz. Das ist, Ja. So, und Nikolai wird verprügelt. Ja. Eieiei. Was der jetzt alles einstecken muss, aber das ist ja auch verdient. Ja. Der ist einem aber auch das ganze Spiel nur auf den Keks gegangen. Jack ist ein bisschen zurückhaltend. Ich finde, der könnte ja sich ruhig noch ein bisschen mehr integrieren in das Ganze. Ja, ich finde, als KI-Kollege macht er sich schon ganz gut. Der ist halt immer mitten in der Action drin, immerhin. Ja. Zumindest schlägt er nicht dich. Ja, das kommt davon, wenn man wie ein Irrer einfach rumspringt. Macht das nicht, liebe Kinder. Ihr habt gerade gesehen, das bringt nichts. Ja. Ich glaube, wärst viel besser weggekommen, wärst einfach nur stehen geblieben. Kann sein, ja. Aber komm, es ist nicht mehr viel. Ja, ich wollte es wirklich zu diesem Zeitpunkt einfach nur noch durch haben. Aber dass da auch immer irgendwie noch ein Zeitzähler oder irgendwas drin ist, ne? Ja. Ah. Komm schon, es ist fast vorbei. Ach, das ist ein ich hab's gesehen. Stück. Ja, du hast gerade gesehen, als er diese Attacke gemacht hat, konnte man B drücken. Das ist mir jetzt natürlich nicht gelungen, aber das dürfte er gleich wieder machen. Denn das ist schon wieder so ein. Oder man kann ja auch so besiegen. Bei ihm klappt das. Wir haben es geschafft. Finale Cutscene, lass es uns hinter uns bringen. Ja, das Mission erfolgreich abgeschlossen. Die Eclipse hat ganz schön lange gedauert. die Sonnenfinsternis. Normalerweise ein paar Sekunden. In diesem Spiel 2 Stunden. Aber dafür ist der Mond auch wieder umso schneller weg. Ja. Der wusste wahrscheinlich, da findet gerade ein epischer Kampf statt. Ich bleib mal ein bisschen länger hier. Oh, und gleich kommt dieser Mad World-Moment, wo ich gedacht habe, das ist, wo ich wirklich gedacht habe, ey, komm, da muss doch aber Mad World HD kommen.
Uff. Wolverine Returns. Ich habe den Wolverine-Gag ja bewusst in diesem einen Part gesteckt. Ja, irgendwie mit diesen Cyber-Klauen, das passt auch irgendwie zu. Dann. Ja. Ich wurde gerade von einem Laser durchlöchert, aber man sieht nichts. Ja, ich dachte, wir hätten den Kampf jetzt geschafft hier. Game over. Nicht schnell genug besiegt. Also nochmal das Ganze. Gott, wieder Bullshit-Talk. Ich hatte mir gerade gedacht, wo er eigentlich ja sagen wollte, dass er hier der Gewinner ist und victorious und so weiter. Ich habe nur gelesen, ich bin Victor. Vielleicht ist das sein Vorname. Victor Nikolai. Das kann natürlich sein. Justice League. Irgendwie. Was ist C-Z-A-R für ein Wort? Xa. C. Was hast du gesagt? Achso, da. Ja, ich sehe es gerade. C-Z-A-R. Ja, okay, du bist ein bisschen hinterher, aber egal. Ja, ich bin irgendwie so eine Minute hinterher, aber das ist jetzt verschmerzbar. Und da hört es auch schon auf. Bam! Und das erinnert mich an den ersten Resident Evil Film. Ach Gott, so viele Anspielungen hier in diesem Let's Play. Ja, es ist kein Let's Play, verdammt, wieso sage ich das immer noch? Ach, damit ist Zar gemeint hier von Russland, die Führerriege, die Zaren. Schreibt man das so in Englisch? Scheinbar ja, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschlagen, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind damit die Zaren gemeint aus Russland. Das würde ja zu Nikolai passen. Ja, dann passt es. Aber wie gesagt, ich fand das gerade so verwirrend. Ich wusste nicht, dass man das auf Englisch so schreibt. Ich war mir auch nicht sicher, deswegen musste ich es extra nochmal Och, diese Nippel hatte ich ja schon wieder ganz vergessen. Gott. Die Pose von Perrin ist auch einfach so herrlich. Ja. I kept her warm for you. Ja. Na, fühlt sich auch, als hätten wir gerade eine grandiose, logische, konsequente Storyline hinter uns gebracht. Mit Erfolg. Absolut. Nein, ich auch nicht. So ein Bullshit, also sorry. Die Geschichte ist einfach blöd. Aber es gibt prinzipiell ein Happy End. Also alle gehen fröhlich nach Hause. Also von daher können wir uns da beschweren? Ja. Logik, anyone? Mann. Das ist. Ich finde es so herrlich, dass diese Thematik mit den roten Augen, die plötzlich alle haben und diesen Gesinnungswandel, der da ab und zu stattfindet, das wird nie aufgeklärt. Geil. Ja, vor allem, weil es halt seine Erinnerung plötzlich völlig löscht und er nicht mehr weiß, wer die anderen sind. Es wird nicht gelöst, es gibt keine Aufklärung dafür, nichts. Ja, vor allen Dingen, weil ja jetzt auch Max nicht der Einzige ist, der die roten Augen ab und zu hat, ne? Das betrifft ja auch andere Charaktere, aber was soll das? Ja. Ein Souvenir. Ja. Das hängt er sich dann so als Rehkopf an die Wand. Ja, vielleicht, wenn es irgendwann nochmal Nachfolger gibt, fängt es dann an mit einer Szene, wie man seine Bude sieht und der hängt dann an der Wand rum oder so. Ich bezweifle, dass es dafür Nachfolger gibt. Ja, zumindest wird es dann nicht ein Anarchy Reigns Nachfolger. Vielleicht wird es ja ein Mad World, was aber storymäßig nach Anarchy Reigns spielt. Ja, gucken wir mal. Vielleicht lösen wir es so. Im nächsten Part dann quatschen wir nochmal über die Credits und vielleicht auch ein bisschen nochmal über das Spiel. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Jo, macht es gut.